Ja. Ich habe aber zum Beispiel bei Gronkh im Stream gesehen, dass du diese komischen Displays bauen kannst, ne? Und da kannst du halt auch Pals unterbringen. Dann packst du da irgendwie, keine Ahnung, nochmal 90 Stück rein oder so. Geht natürlich auch. Nee. 20. Will ich das noch höher als 30 haben? Wenn wir jetzt mal. Wir sind jetzt hier bei Y 66. 96 wird das hier die Turmspitze höher. Also, ich brauche mal Input. Die seitlichen Türme, die ich hier plane, sollten die größer sein als der Totenschädel oder kleiner? Obwohl, vielleicht macht es erstmal Sinn, irgendwie größer, ne? Jetzt weiß ich nicht. Obwohl, man könnte den Turm da erstmal irgendwie hier in der Mitte bauen. Mit dem Copy-Tool und einem Rucksack voll mit Sachen einfach hier mal ransetzen und dann später entscheiden, ob man weiter weg, also eher hier hin. Also so nah sollte der garantiert nicht sein. Also die eine Idee war, dass die hier auch so mit in den Berg drinne sind. Boah, ich glaube, wir müssen jetzt mal eben. So, komm, wir setzen die mal eben auf Höhe 50 und 33. Okay, aber das passt ja, das ist mittig. Wir bauen die jetzt einfach mal mit, nicht mit Concrete. Nehmen wir einfach mal Blackstone, oder? So, wir haben die aber. Hollow. So.
Was? Also da kann ich dir dann auch nicht mehr weiterhelfen. Also nur 30 Angriffspunkte. Das ist ja mal hart enttäuschend. Finde ich jetzt. So, nehmen wir das Copy and Paste. Ja, das nehmen wir einmal, damit wir es irgendwie woanders hin platzieren können. Dann nehmen wir das Copy and Paste und entleeren erstmal unser Inventar. Dann packen wir da alles voll mit. Sollte ja reichen, ne? So. Und wir brauchen White Concrete. Konkrete? So, ach, auch im Winter, okay. So. Geh. Safety first, den entfernen. So, jetzt ist... Ich muss mal eben zwei Safety-Blöcke setzen. Weil ich habe keine Lust, dass hier irgendwas mit uns passiert. So. Safety-Block Nummer 1. Und den anderen setzen wir hier unten hin. So. Also... Freunde, das sieht so nice aus, dieses Copy and Paste Tool. Ich hoffe nur, dass diesmal nicht der Server aufgrund von Überlast oder sowas crashen wird. Aber das ist unser erster Turm, den wir jetzt abgebaut haben und den nutzen wir jetzt gerade mal testweise, um die Position festzustellen. So. Paste. Oh ja. So. So, wir müssen ja auf... Das hier wollte ich unser Ground Level machen. Dann setzen wir den doch hier einfach mal eben als Anker rein. Hilfe. Jetzt mal eben weiter. Large Tunnel. So, wenn wir den hier hinsetzen. Also der Turm sieht natürlich jetzt noch ein bisschen nicht so aus, wie ich den haben will. Ich weiß auch nicht, ob man den gut... Aber dann wäre der noch nicht so ganz im Berg drin, ne? Ich glaube, wenn wir den weiter in diese Richtung hier setzen...
Guck mal, da wäre der im Berg drinne. Das ist echt schwer zu entscheiden. Und vor allem sieht er so stumpf langweilig aus. Ich glaube, ich muss da nochmal gucken, ob ich noch irgendwie was anderes Turmfähiges finde. Aber... das hier muss auf jeden Fall unser Innendurchmesser sein, damit wir unten unsere Farm bauen können. I'm doing fine, but I'm don't buying graphic stuff. So, yeah. Aber ich glaube, das müssen wir später machen. Dann nutzen wir den hier als Dekorationsobjekt. Und bauen den erstmal wieder auf. A lot of people from England or US or a call center come in the stream and want to sell me some graphic stuff for my stream. So I let you know I don't buy anything and I don't need any graphic mods or graphics or something like that. Huh. Ja, womit wollte ich jetzt weitermachen? Also unser Bauwerk hier wird auch immer hässlicher. Immer mehr Sachen stehen vor der Tür und ey. So, Gold ist fertig. Bienen sind auch fertig. Und Ancient Bees sind auch fertig, okay. Können wir die erstmal alle wieder wegschmeißen. Mal eben in die Base gehen. Slime. Brauchen die keine Schleimblöcke? Was ernähren die sich denn? Wow, die brauchen Blumen. So ein Kack. Torch. Okay, Gold habe ich noch nicht. Gold. Ancient. Dead.
hier sieht auch nice aus. Mega. Dann home. So. Okay, dann entleeren wir den mal eben. Ich wollte mal eben die ganzen Sachen für... Okay. So. Nee. Leather. So, wir brauchen ja Nether Bricks. Müssen die schmelzen. Brauchen Nether Stairs. Slabs vielleicht auch. Also Brick Frame. Walls meine ich, sorry. Fences. Die vielleicht nicht. So. Okay. Also, jetzt brauchen wir einen Stick. Controls, Keybinds, Key, M. Oh, M. Das. Okay, Schematics. No Schematics, Black Sky. No Schematic. Okay. So. Configuration. Okay. So, ML. Wir brauchen, das brauchen wir nicht. Mossy und Polish Andesite brauchen wir nicht. Okay. ML. Nee. Doch, ML. Info hat. Okay. Nether Bricks. So. Nether Bricks haben wir. Nether Brick Stairs 99 All. Okay. Brauchen wir 55. Red Nether Bricks brauchen wir auch ein paar. Stone Buttons. Okay. Haben wir denn hier? Stop. Okay. Fence. Brauchen wir ein paar, aber nicht viele. Und Nether Stairs. So. Okay. Dann müssen wir wieder in die Konfiguration rein. Render Layers, Layers All, Single Layer Access Y Set hier. Hotkeys, so. Oh mein Gott. Oh, irgendwie konnte man Auto-Select machen. Ich weiß aber nicht mehr wie. Oh.
Ups. Ah. Ah, okay. Nee. Configuration. Block. Okay. Hä? Okay. Oh. Nice. Thank you.
Okay. So. Also langsam sieht das ja ganz nice aus.
willst du denn? Ich enthalte mich eines Kommentares. Oh man. Ja, anders kannst du es nicht mehr bezeichnen, würde ich sagen. So. Irgendwer macht hier Blödsinn mit dem Server. Oh. Ups. Ich habe vergessen, meine Journey Map zu... Backup, aber egal.
Hallöle. Hinten. Ja, genau, es wird wärmer. Hier, oh. Stopp. Hi. Oh, was ist ja, das? Hallo. Bist du auf dem Ladepad? Ja, genau, eben meine ganzen Sachen aufladen. Boah, ist das nervig. Ja. Ach, cool. Laggt der Server bei dir auch so? Ja, ziemlich. Ja, unten ist auch ein Bug. Also, wenn du mal einen lustigen Bug sehen willst, dann komm mal mit. Also, lustig finde ich es eigentlich nicht. Also, spielt mir in die Karten der Bug, aber keine Ahnung, komm mal mit runter. Oh, das wird ja immer schlimmer. Und noch einen runter. Ah. Ja, genau. Und zwar habe ich gestern schon mal den Reaktor aufgebaut. Hier, moin. Schon mal aufgebaut und was fällt dir auf? Der lief noch nicht einmal. Der lief noch nicht einmal. Aber was fällt dir auf, wenn du ihn anguckst? Ja, der füllt sich voll mit Wasser. Ja, das ist klar, aber der auch da, wo, hier, guck mal, hier vorne, siehst du da eine Fizzle Fuel Pipe? Ich nicht. Nee. Und guck mal, hier hinten auch, das Waste-Dingens ist auch schon voll. Gewisse denn her, der hat auch schon Strom drin. Ne? Obwohl hier noch gar nicht alle Pipes dran geschlossen sind, du weißt, was ich meine. Ja, ich glaube, sobald da Fizzle Fuel drin ist, erhitzen sich diese Brennstäbe. Okay, und dadurch macht er das schon, oder was? Ja. Aber ich weiß nicht, warum er das Waste Barrel vollhaut. Vor allen Dingen ist hier auch noch nicht das große Upgrade in der Pipe drin, dass er schon so voll ist, wundert mich. Weil guck mal, wie langsam der sich jetzt eigentlich füllt. Ja. Ist ja komisch. Ja, wir haben schon mal angeordert, den Server gleich nochmal neu zu starten, weil das hat ja keinen Sinn, ey. Ja. Dein Bilder hier bei mir, der Reaktor, der macht Faxen, also keine Ahnung. Ja, also es fühlt sich eher so an, als ob irgendwo einen ganzen Haufen Items einfach rumliegen. Hm. Weil ich hab immer für, also jetzt gerade habe ich irgendwie 56 FPS und dann ganz kurz 7 und dann wieder 56. Ja, ich habe so 60 bis 30 momentan hier unten. Aber normalerweise habe ich 120. Ja. Aber nice. Ja, der wird ja ordentlich produzieren. Das auf jeden Fall, aber wie gesagt, spielt mir zwar in die Karten mit dem Fizzle Fuel, aber naja, keine Ahnung, das finde ich irgendwie komisch, dass da schon, keine Ahnung, habe ich noch nie erlebt, auch mit Strom, was will er da generieren, so, weißt du? Ja. Da dreht sich nichts. Vor allen Dingen ist auch kein Steam drin, kein nichts. Na, vielleicht auch nur ein Anzeigefehler? Habe ich auch schon gedacht, aber wenn du das auch siehst und Calvin auch, dann ist das ja nicht von mir so, weißt du? Nee, dann kommt das direkt durchgeleitet vom Server. Ist ja bescheuert. Bei die Produktion bin ich gerade noch am Bauen. Ich habe hier schon die ganzen Maschinen, habe ich schon im Inventar hier, wie die gute alte Zentrifuge und sowas. Aber ja, die steht halt noch nicht. Der Raum wird da gerade rechts noch ausgehoben, ne? Wo wir gerade durchgelaufen sind. Ja. Oh Mann, ey. Ja, vielleicht bringt der Serverstart ja wirklich was. Also ich denke mal, hoffentlich. Dann werde ich jetzt mal alles safen gehen. Und ich denke mal dann morgen gucken, wie es dann weitergeht. Dann nutze ich die Chance, genau, Heute mal ein bisschen früher ins Bett zu gehen. Okay. Oh. Gleich genau 20.30 Uhr wird neu gestartet. Haben wir auch gerade eine Information gekriegt. Ne? Genau. Und mal gucken, ob es danach weg ist. Ja, ich drück mal die Daumen. Alles klar. Gut. Ja, viel Erfolg noch.
Tito. Danke, ciao. So. Denke. So, was wollte ich denn jetzt machen? Okay. Glow. Okay, ey. So. Gucken wir mal hier unten rein.
Okay. So, Ancient B an einem gucken. Der erinnert sich echt nur am Netherite Block. Welche rein? Vielleicht kriegen wir das in 20 Minuten hin. Ein bisschen mehr zu machen. Ich glaube, das machen wir lieber nicht. Dass da keine Schafe spawnen. Oder sonstiges. Das ist echt seltsam. Ich weiß, was wir noch eben fix machen können.
Bilder. Home.